Willkommen im Club. Ich heiße Jöran Moos-Mehrholz und möchte Ihnen die Metapher vom großen Verstärker vorstellen. Er ist von zentraler Bedeutung für aktuelle Veränderungen in unserer Gesellschaft, unter anderem dafür, dass unsere Bildungsinstitutionen mächtig durcheinandergewirbelt werden. Der digitale Wandel vollzieht sich in allen gesellschaftlichen Bereichen, was nicht heißt, dass er überall gleichzeitig stattfindet. Manche Bereiche waren früher dran. Man denke zum Beispiel an Reisebuchungen, Musik hören, an Journalismus oder die Partnervermittlung. Andere Bereiche kommen erst nach und nach im neuen Medium an. Der Bildungsbereich, beispielsweise die Schule, ist in Sachen Digitalisierung eher spät dran. Das hat einen großen Vorteil. Wir müssen in der Bildung nicht mehr alle Fehler selbst machen, sondern wir können schauen, was wir in den vergangenen Jahren in anderen Bereichen über digitale Medien gelernt haben. Sicher muss man mit direkten Vergleichen zwischen den Erfahrungen von Reisebüros, Partnervermittlung oder Musikindustrie einerseits und Bildungsinstitutionen wie Schulen, Hochschulen oder Weiterbildung andererseits sehr vorsichtig sein. Allerdings gibt es eine Lektion in Sachen digitaler Medien, die auch für den Bildungsbereich höchst relevant ist. Digitale Medien sind sehr mächtige Verstärker. Es wird ja sehr gerne gefragt, was macht die Digitalisierung mit der Bildung? Dabei sollten wir uns immer auch gleichzeitig die Frage stellen, was macht die Bildung mit der Digitalisierung? Eine grundlegende Antwort lautet: Digitale Medien fungieren als extrem mächtige Verstärker. Das heißt nicht, dass digitale Medien automatisch eine bestimmte Richtung verstärken. Vielmehr sind sie Verstärker für bereits vorhandene Muster und sie können ja ganz unterschiedlich aussehen. Hier kommen ein paar Beispiele. Vom privaten Bereich über die Gestaltung von Unterricht bis zur Ausrichtung einer Schule. Wenn jemand gerne lahm auf dem Sofa rumhängt, kann er oder sie mit digitalen Medien noch besser lahm auf dem Sofa rumhängen. Besser meint hier, mit digitalen Medien geht das besser als in der prädigitalen Zeit. Wer gerne raus in die Welt geht, sich mit anderen Menschen vernetzt und Neues erkundet, kann mit digitalen Medien noch besser raus in die Welt gehen, sich mit anderen Menschen vernetzen und Neues erkunden. Wer anfällig für Manipulation und für Bevormundung ist, kann mit digitalen Medien noch besser manipuliert und bevormundet werden. Wer die Welt kritisch hinterfragt und mitgestalten möchte, kann die Welt mit digitalen Medien noch besser kritisch hinterfragen und mitgestalten. Wer gerne Unterricht gestaltet, der auf engen Strukturen und strenger Kontrolle basiert, kann mit digitalen Medien noch besser Unterricht mit enger Struktur und strenger Kontrolle machen, viel besser sogar. Wer im Unterricht aktives, forschendes, problemorientiertes Lernen unterstützt, dabei Perspektiven und Kontext berücksichtigen, Austausch und persönlichen Sinn ermöglichen möchte, kann mit digitalen Medien einen solchen Unterricht noch besser gestalten. Wer sich als Lehrperson die eigene Arbeit für den Unterricht möglichst einfach machen möchte und für das nächste Jahr am liebsten einfach das Vorgehen aus dem letzten Jahr kopieren möchte, kann sich mit digitalen Medien diese Arbeit viel einfacher machen, das Vorgehen einfach kopieren und dazu noch vieles automatisieren. Wer gerne den eigenen Unterricht weiterentwickelt, sich dabei ständig fortbildet und mit Kolleginnen zusammenarbeitet, kann mit digitalen Medien noch besser Unterricht weiterentwickeln, sich ständig fortbilden und dabei mit KollegInnen zusammenarbeiten. Was auf individueller Ebene gilt, lässt sich auch auf die Ebene der Bildungsinstitution und sogar auf die Ebene des Systems anwenden. Sagen wir, eine traditionelle Bildungsinstitution, die auf Lehrerzentrierung und Belehrung, auf isolierendes Lernen und festliegende Ergebnisse hin orientiert ist, kann diese Ausrichtung mit digitalen Medien verstärken und optimieren. Eine progressive Bildungsinstitution, die die Lernenden und ihre Vielfalt in den Mittelpunkt stellt, die Zusammenarbeit und ernsthafte Ergebnisse ermöglicht, die Lernen als kreativen, als Produkt- oder problemorientierten Prozess sieht, kann diese Ziele mit digitalen Medien noch besser erreichen.
Digitale Medien sind also mächtige Verstärker, aber nicht in eine bestimmte Richtung, im Gegenteil. Sie verstärken vorhandene Voraussetzungen, vorhandene Muster, vorhandene Interessen und vorhandene Tendenzen. Und das kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. Das gilt auch für das, was uns gar nicht bewusst ist. Was wir also heute säen, kann durch digitale Medien quasi einen Turbodünger erhalten, selbst wenn wir uns über die Art unserer Saat gar nicht im Klaren sind. Wenn die Digitalisierung ein mächtiger Verstärker ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir Grundsatzdebatten führen. Verstärken und optimieren wir das, was wir schon kennen, oder entwickeln wir mit digitaler Verstärkung neue Formen? Welche Bildung wollen wir? Welche Bildung wollen wir verstärken? Die Digitalisierungsfrage ist eine Grundsatzfrage. Bildungseinrichtungen und ihre Mitglieder müssen sich als gestaltende Akteure begreifen, die nicht nur fragen, was macht die Digitalisierung mit uns, sondern auch und erst recht, was machen wir mit der Digitalisierung?